Wir gehen einfach mal hier drauf. Ah, es ist natürlich eine verschlossene Truhe, Crap. Hat sich nicht gelohnt. Wo könnte... Jetzt könnte ich noch nach dem Geheimraum gucken. Der kann theoretisch hier sein. Da könnte ja auch ein Schlüssel drin sein, in irgendeiner Art und Weise. Dann ist eigentlich die einzige andere Möglichkeit noch, dass er da ganz hinten ist. Entweder oben oder rechts. Und da sind mir die Bomben gerade wert. Da ist er. Cancer. Cancer nehme ich mit. Verdoppelt die Feuerrate oder so? Ist besser als das komische Viech da. Wenn ich jetzt noch zum Beispiel noch einmal Tiers abkriege, dann wiegt das ja quasi für zwei Tiers ab. Das ist ziemlich awesome. Dafür gibt es, glaube ich, weniger Herzdrops oder so. Die brauche ich ja sowieso nicht. Ja. Wir kommen nicht in den Itemraum. Das ist irgendwie blöd. Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit, vielleicht in den Itemraum zu kommen? Die sieht nicht so aus. Tja, ne? Dann müssen wir wohl weiter runter. Da ist direkt schon wieder der nächste Itemraum, in den wir nicht reinkommen, aktuell. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Jetzt haben wir hier wieder ouch, großen Schlüsselmangel. Sollte nicht sie zu nah an mich ranlassen, dann treffen die mich nämlich, weil ich zu langsam bin. Hier könntest du mal gerade hinschießen. Ach, schade. Oben hat schon einer hingeschossen, da scheint keiner, kein Geheimraum zu sein. Aber der kann nicht so weit. Haha. Die können gar nicht so eine ganze Raumlänge, das ist gut. Du auch nicht. Autsch, shit. Geh sterben, wollte ich sagen. Ja. Du kannst das nicht, du kannst das nicht. Du bist eine Nulpe. Du auch nicht. Ah, er ist ein bisschen nach unten gegangen. Das heißt, er könnte mich treffen. Okay. Und wieder eine verschlossene Truhe. Ich könnte so etwas wie... oh, goldener Pup. Oh, das ist nicht schön. Ich könnte sowas wie den Skelettschlüssel brauchen. Auch wenn das ja... teilweise immer ein bisschen ein verschenkter Item-Slot ist, wenn man dann noch irgendwie Schlüssel kriegt oder so. Schon wieder! Das gibt es nicht! Ich hätte Guppies Tail vielleicht doch nicht mitnehmen sollen. Verdammt. Ich schiebe auch mal die Truhe ein bisschen weg, damit ich hier wieder durchkomme, falls ich einen Schlüssel kriege. Dann gehen wir nämlich natürlich erst zum Itemraum. Du bewirft es mich mit einer Spinne. Du Drecksding. Schon wieder. Und sie wirft halt auch direkt auf mich drauf. Das gibt's ja wohl nicht. So, wir gehen erstmal wieder hier rein. Zack. Ist ja umsonst. Oh, sogar mehr als umsonst. Nice. So. Dreckige Viecher. Geht sterben. Hier könnte ein Geheimraum sein. Da ist... aber wir haben doch... Haben wir nicht von oben da schon das Ding aufgesprengt oder aufsprengen wollen oder so? Dachte ich irgendwie. Scheint aber doch nicht der Fall zu sein. Na gut, dann nicht. Dann halt nicht. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall rein. Kriegen noch eine Bombe. Klar, nehme ich mit. Drei Münzen. Da hätte ich mich auch wieder geärgert für eine Bombe. Dann nehme ich nämlich im Moment lieber die Bombe. So viele haben wir ja nicht. Geh, ouch, sterben, verdammt. Das war wieder nichts. Erstmal die Fliege, die... Geht mir hier gerade ein bisschen auf den Keks. Ach, ihr kommt ja wieder nicht so weit. Haha. An sowas denke ich aber auch immer nicht. Ich denke mal, die schaffen auch den ganzen Raum, weil die anderen Gegner der Art schaffen ja auch einfach den ganzen Raum. Zack, weg damit. Ja, eine Bombe für einen Schlüssel. Immer. Sofort aktuell. Sofort. Okay. Haben wir das auch? Können wir wieder zurückgehen? Gut, dass ich eine Truhe an die Seite geschoben habe, sonst kämen wir da nämlich jetzt nicht durch. Die Frage ist, ob es sich fast mehr lohnen würde, so eine Truhe aufzumachen und da vielleicht mehr Schlüssel noch rauszuziehen. Aber ich will das nicht riskieren, nicht ohne wenigstens einmal im Itemraum gewesen zu sein. Und das Item mitzunehmen, was es hier gibt. Oh, das ist die Mutated Spider. Was macht denn die nochmal? Ach, das war das Quadshot-Ding. Das ist gut. Quadshot ist gut. Ja, genau.
Da würde ich ja schon gerne dran. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, was das für Pillen waren, aber ich würde trotzdem gerne dran. Es gibt ja auch noch zwei Räume, für die man Schlüssel braucht. In die wir natürlich beide nicht reinkommen. Toll. Ganz toll. Eine Truhe, eine normale Truhe. Und der Geheimraum. Weißt du was? Mach mal ein bisschen. Bisschen zocke ich mal. Ich brauche ja eh nicht mehr so viele Münzen. Ich werde überhaupt nicht alleine dein. Geh weg. Blödes Gerät. Ih, der Fischkopf. Was soll ich denn damit? Ein bisschen aufpassen, dass ich die Tick nicht kriege. Die will ich nicht. Wir können zwar immer noch zu Satan und haben nicht das große Problem, wenn wir nicht in den Himmel kommen. Weil wir das Polaroid nicht mitnehmen können, aber trotzdem. Das Gerät gibt mir ja gerade gar nichts. Gib mir irgendwas. Ja. Gut, okay. War jetzt auch nicht unbedingt das Beste, aber hey, immerhin. Schlüssel wäre toll, aber ich glaube, das Ding kann einem auch gar keine Schlüssel geben, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich spreng das jetzt in die Luft und hoffe, es kommt ein Schlüssel raus. Genau, natürlich. Schlüssel. Schlüssel. Man gebe mir Schlüssel. Das sind Fliegen, keine Schlüssel. Aber vielleicht droppen die Schlüssel, die Fliegen. Ne, Münze. Mäh. Tja, schade. Da werden wir wahrscheinlich wieder eine ganze Menge liegen lassen müssen. Gut, die Bibliothek brauche ich sowieso nicht. Spacebar-Item habe ich ja. Aber die ganzen Truhen hier sind natürlich, wären natürlich schön und natürlich der Shop aktuell auch. Vielleicht haben wir noch irgendwie Glück beim Boss. Aber ich bezweifle es ein bisschen. Es ist The Wretch. Also Glück mit dem Boss als Gegner haben wir schon auf jeden Fall schon mal nicht. Auf damit. Wobei er gerade nicht viel tut. Ja, das ist ein bisschen Glück. Wow. Böse, böse Spinne. Böse Spinnengegner und so. Auf damit. Mach das nicht. Zu viele Autsch-Spinnen. Zack. Töten wir welche. Es ruckelt, es ruckelt. Autsch. Es hat geruckelt. Ich kann da gar nichts für. Sie juckt es mich noch an der Nase, während ich hier irgendwelche Spinnen töten soll. Oh, ein Gott. Oh, Squeezy. Auch hier natürlich mit Cancer zusammen. Wunderschön. Und wir kriegen noch das Relic. Das wird ja hier der Overkill am blauen Herzen. Meine Güte. Okay, aber leider wieder keine Schlüssel. Also weiter geht's. Das sieht bisher nach einem sehr, sehr guten Run aus. Und da haben wir wieder den tollen Bug. Müssen ein bisschen länger warten. Naja, da kann man schön einen Schluck Kaffee nehmen. Also ich zumindest, ihr auch, wenn ihr gerade Kaffee trinkt. Kann ich nur empfehlen. Na komm, Spiel, geh weiter. Geht doch. Auch wenn du jetzt ein sehr, sehr komisches Farbschema hast. Warum auch immer. Warum auch immer das. So, komm, mach. Ja, ich weiß. Oh, dieser Bug, ne? Dass die den nicht auch noch fixen können, wenigstens. Ich weiß, es sollte keine Updates mehr dafür geben, aber... Komm. Weiter, bitte. Ich will doch nur zocken. Sag mir jetzt nicht, der Ding ist ganz abgestürzt. Nee, okay. Ich lasse das jetzt vielleicht mal laufen, sonst... Man sieht auch gar nichts, das ist wunderschön. Sonst geht es vielleicht gar nicht weiter gleich. Okay, da ist der Itemraum. Wir haben kein Doppelstockwerk, oder? Glaube ich. Nein, sieht nicht so aus. Autsch, verdammt. Da habe ich mich treffen lassen. Vor allem habe ich mich, glaube ich, von dem... Rums, da fährt er voll da rein. Der hält die Sterne. Waren Sterne Geheimraum? Nein, die Sterne waren da. Oh, schön. Das nenne ich schnelles Feuern. Jetzt haben wir zwar nicht mehr so viel Schaden, aber wir haben ganz schön schnelle Schussgeschwindigkeit, was an Cancer liegt natürlich. Und wir haben keinen Schlüssel verbraucht, um da reinzukommen. Und sind schneller wieder, das ist auch sehr schön. Oh, das ist aber richtig schnell schießen für Quadshot. Was zur Hölle. Das ist aber richtig viel Schaden auch. Quadshot ist ja durchaus das Gerät, wo man keinen Schaden verliert, wenn man dann nicht mit allen Schüssen trifft. Also jeder Schuss macht vollen Schaden. Das ist... Wisst ihr was? Ich versuche mal ein bisschen auszuweichen.
Mach mal irgendwie ein bisschen Schlüssel frei. Ein Schlüssel ist frei, sehr gut. Meiner. Den anderen bitte auch noch, wenn es geht. Da unten hin. Schieß doch einfach da unten in die Ecke. Genau, sehr gut, awesome. Dankeschön. Oh, ihr seid die Besten. Ihr seid absolut die Besten. Okay, dann machen wir das erstmal so und so. Oh. Viele Herzen. Ja, komm. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, noch ein Schlüssel. Das ist schön, das ist sehr schön. Oh, ich bin jetzt so furchtbar schnell. Warum bin ich jetzt so krass schnell? Hatte ich nicht irgendwann mal einen Speeddown gekriegt oder so? Oder erinnere ich mich da falsch? War das in dem Run, der direkt... wo wir direkt gestorben sind? Boah, dieser Schaden. Ich möchte gar nicht den Cancer weglegen, aber ich werde es wahrscheinlich tun, wenn... ja. Wenn wir mit dieser Kombination in den Himmel kommen, könnte es durchaus Richtung Chest... Awesome werden, was war das denn? Bombe, noch die kann man immer gut gebrauchen. Gehen wir mal in den Shop rein und gucken mal. Oh, die Batterie, das auch noch. Eieiei, das ist crazy. Jetzt sind wir langsam richtig heftig ausgestattet. Ich nehme die Karte auch noch mit. Stärke. Ich behalte mal erstmal den Fool. Stärke ist schön, aber so kommen wir aus dem Mammraum nochmal wieder raus mit dem Fool. Das ist eigentlich auch ganz praktisch immer. Also es kann zumindest potenziell sehr praktisch sein. Uah, Vorsicht! Wirk! Eine Truhe droppt da. Aber ich wurde nicht getroffen. Das ist schön. So. Ach, du kommst doch eh nicht so weit. Und da gibt mir das Relic nochmal ein Herz. Also wenn wir diesen Run verkacken, dann bin ich echt traurig. Und das müsste auch, da müssten wir schon uns ziemlich dämlich anstellen. Denke ich. Stirb! Ah, sterbt alle am besten. Da war schon mal wenigstens kein Geheimraum. Das wissen wir schon mal. Autsch! Und ich hatte das Buch noch nicht wieder benutzt, weil ich... Ja, komm. Da gibt es auch direkt unseren Schlüssel wieder und noch eine Bombe dazu. Also es hat sich dann doch gelohnt. Irgendwie. Böse Viecher. Ich möchte gar nicht, dass er mir die Geheimräume freischießt. Das ist mir gerade eh viel zu riskant. Bezüglich des Lebens. Na komm, stirb. Ja. Okay. Sehr schön. Weiter geht's. Ih, Fliegen. Ich mag keine Fliegen. Fliegen geht weg. Und da haben wir einen Schlüssel. Schön. Sehr gut. Das war nicht wirklich freigesprengt hier unten. Also zumindest nicht wirklich versucht freigesprengt. Greed. Ein Greed. Ich mag dich nicht, Greed. Das da auf die Fresse. Und ich treffe dich besser als du mich, weil ich mit meinen Quadshot besser umgehen kann, als du mit deinem komischen Rumgeschieße da. So ein bisschen Geld für. Und noch eine Buchaufladung. Und eine Trollbombe sowie einen Schlüssel. Ach schade, ich dachte, er sprengt jetzt unten auf und wir können direkt abkürzen. Aber zu früh gefreut. Okay, das sieht erstmal aktuell sehr, 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 sehr gut aus. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall noch ein kleines bisschen Schaden verlieren, wenn wir Richtung Himmel gehen. Wegen Cancer. Nicht nur ein bisschen, wir werden ganz schön viel Schaden verlieren. Weil der Cancer macht schon sehr viel Schaden aus. So, was haben wir? Böse Viecher. Wobei... im Zusammenhang mit Fistula natürlich immer. Die töten immer die ganzen Fistula-Viecher, so ungefähr. Da ist das kein Problem. Da hat man plötzlich keine Probleme mehr mit. Dass sie so nervig durch die Gegend schießen. So, was haben wir hier? Komische Fliegengeräte. Aber Fliegen sind aktuell null Problem, weil ich einfach... ich muss ja kaum zielen, um eine Fliege zu treffen. Und ich töte sie auch einfach alle mit einem Schuss. Beziehungsweise zumindest mit einer Ladung von Schüssen. So, da will ich gar nicht dran. Hier wollen wir mal rein. Da ist aber nichts. Dann ist da unten noch ein Raum. Ich gehe da einfach mal hin. Noch die letzte Buchaufladung. Können wir uns noch ein Herz machen, wenn wir nicht hier drin was verlieren. Aber, ja doch, in so einem Raum, da kann man sehr gut was verlieren. Das ist nämlich nicht schön. Spinnen sind böse. Vor allem in so einer großen Anzahl. Da will mich das Spiel nochmal mit dem Schlüssel trollen. Zah, zah,
Aber das ist mir egal. Wir haben jetzt gerade erstmal genug Schlüssel. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Wrath. Oh, Champion Wrath. Champion Wrath ist... Wow! Wow, der macht... Alter! Wobei, so schlimm ist das gar nicht. Davon werde ich, glaube ich, weniger stark getroffen, weil man dem Irk besser ausweichen kann, als von den anderen Bomben, wo man ziemlich random einfach mal getroffen werden kann. Ja, fahr doch. Ist mir doch egal. Dabei liegt es noch ein paar Trollbomben. Das ist mir völlig Banane eigentlich. Du legst die immer am Anfang hin, nicht am Ende. Das ist aber böse jetzt. Das macht man dann aber nicht. Ja. Okay, ich bin ziemlich schnell. Das heißt, ich sollte damit eigentlich auch kein Problem kriegen. Jedes Mal, wenn er sich auf die Fresse legt, macht er das. Und da kriegen wir noch ein bisschen Schaden dazu. Durch Meat Boy, was haben wir hier? Die Schaufel und die Katzendings. Nö, möchte ich beides nicht haben. Die Schaufel ist... Wäre jetzt ziemlich krass, weil wir uns mit Habit einfach quasi runtergraben könnten, bis in die Hölle. Und da glaube ich sogar auch damit durchkommen. Ich weiß es nicht genau. Ziemlich krank, aber nein. Nein. Wir spielen ordentlich weiter. Ich habe da kein Interesse dran. So, komm, wir haben genug Schlüssel. Gucken wir mal rein. Da gibt es ein HP ab. Ja klar, warum nicht? Vielleicht finden wir noch einen Teufelsraum, in dem wir das irgendwie schön spenden könnten oder so. Das wäre natürlich auch... Ja, cool. Gut, dass ich so... Oh, das war schon mal nett. Aber da könntest du auch nochmal hinschießen. Jetzt danke. Sehr gut. Genau das solltest du tun. Oh, Skelettschlüssel. Das ist gut. Dann Tammy's Head. Nö. Tammy's Head, habe ich inzwischen gehört, ist gar nicht so schlecht, wie ich den immer mache, weil der mitskaliert mit den Items, die man kriegt. Also, was auch immer man für Schussmodifikationen und Schaden und so hat, das kriegt das Ding auch. Das ist also gar nicht so schlecht. Da haben wir die Coffee Bean, die schwarze aber. Und die schwarze Bohne macht jedes Mal so ein Furz-Dings, wenn wir getroffen werden. Das ist also gar nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. Besser, natürlich 100-mal besser als die normale Bohne. Nein, das Child's Heart möchte ich nicht. Das macht ja nur, dass mehr normale kleine Herzen fallen, die ich gar nicht brauche, weil ich habe... bin mehr so auf temporäres Leben gerade. Und zwar ziemlich arg. Und ich habe Cancer. Das gibt Schaden ohne Ende gerade. Ah. Das wäre natürlich, fällt mir gerade so ein, das wäre für Isaac auch gar nicht so gut mit so schnell schießen. Dann kriege ich böse auf die Fresse von dem. Das ist, aua, auch nicht so geil. Da hat man es nochmal gesehen. Der Bannock-Pfad. Zack. So. Ich sehe gerade ziemlich interessant aus. Warum bin ich so dick da unten? Naja. Da kann man spenden.